Den Apothekerball in Wien gibt's zwar noch nicht auf Krankenkasse, aber Hexen gibt's, sagt der Präsident. Die modernen Hexen finden sich in den Apothekerinnen wieder. Und die Hexen haben ja auch getanzt. Man braucht vielleicht Liebe zu anderen Dingen als zur Schulmedizin, aber ob das Hexen sind, weiß ich nicht. Wogegen wären Sie gern, Kimo? Gegen dumme Fragen? Nein. Gegen Schmerzen in den Füßen ab Mitternacht am Ball, dann wäre ich noch gern immun gegen diese bösen Männchen, die in Nacht mein Gewand enger nähen. Im Nationalrat war ich immun, jetzt nehmen wir mir nahe. Ich müsste mich wieder impfen lassen, es nutzt nichts. Also, wohin haben Sie es am liebsten? In den Oberarm. Oh, das ist mir egal, ich bin nicht so klein, ich kann ruhig im Popo sein. Da gibt es jetzt neue, die in die Nase, einfach nur so als Nasenspray. Was fliegt da eigentlich alles durch die Luft? Keime, Bakterien, Bazillen, Viren, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Getiere in allen Größenordnungen, die da herumfliegen. Gegen eine Fahrt in der Londoner U-Bahn ist dieser Ball geradezu eine Sauerstoffkur. Cleanly. Die kommen rein zur Latino Lunch und dann sind alle gesund und tanzen bis 4 Uhr in der Früh. Es gibt ein Patentrezept, um Immunität zu verbreiten, möglichst viel küssen. Ihr Kameramann zum Beispiel braucht dringend einen Kuss.